Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute gibt es wieder ein Lootbox-Unboxing, diesmal mit den Kollegen von getdigital.de. Ja, es ist schon die dritte Box, die mir zugesandt wird. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wenn dieses Video Anklang findet, ja, vielleicht schicken die dann auch eine vierte. Es würde mich super freuen, denn die Box ist wirklich sehr cool. Ihr bekommt die im ersten Link in der Videobeschreibung, kann man wie alle anderen Boxen auch abonnieren und so weiter. Klickt da einfach mal drauf, dann seht ihr auch Preise etc. Da ist auf jeden Fall immer sehr guter Stuff drin, denn die können natürlich aus einem fetten Lager schöpfen. GetDigital.de ist eben ein Laden, wo man im Grunde Nerdzeug kriegt, soweit das Auge reicht oder wie man sich's nur vorstellen kann. Aus Serien, Spielen, hast du nicht gesehen. Geht einfach mal drauf und checkt das aus. So, wir machen auf und schauen uns an, was sie uns diesmal so zusammengewürfelt haben. Ja, ich hoffe, es wird cooler Stuff. Ja, ich würde mal ganz gerne wieder eine Figur haben. Ja, Figur ist zwar so Mainstream, packen die, glaube ich, mittlerweile nicht mehr rein, weil die sagen, ja, Figur ist Mainstream, ne? Wir wollen mal wieder was Besonderes machen. Ist auch nice, ne? Aber ich mag halt auch Figuren so. So, es gibt erstmal hier einen Brief. Dann müssen wir mal schauen, was die mir hier geschrieben haben, ob ich das zeigen kann. 1, 2, 3. Das hat keiner mitschneiden können. Okay, es ist ein sehr ausführlicher Brief, den könnt ihr gerne sehen, ja. Und zwar schreiben sie, hier kommt deine Lootbox. Ja, vielen Dank. Guck mal, da kann ich auch noch was reinmalen. Guck, was ich kann so, könnt ihr so Graffiti? Ich kann das. Guck mal, Achtung. Achtung, guck mal hier. Da kann ich so machen. Guck mal hier so. Ich mach mal so ein krasses M. So. Guck mal, das ist ein M. Habe ich geil gemacht, ne? So, dann mach ich so. So. Dann mach ich so. So, so, P ist ein bisschen verkrüppelt, dann ein O und dann, wie macht man denn ein X? Nein, lassen wir das, oder? So und dann, okay, wir packen die Box aus, denn deswegen sind wir alle gekommen, ja, und schauen uns mal an, was wir hier für Items haben. Oh, guck mal, was wir hier direkt oben drauf haben. Ist eigentlich nicht mein Style, das so zu spoilern, aber wir kommen gar nicht am T-Shirt vorbei, deswegen machen wir das auch als erstes und ziehen es quasi. What? Was ist das denn? Oh, guck mal, wir dürfen das nicht spoilern lassen. Mensch, Get Digital, ich erkläre euch mal was. Ihr müsst das auch so einpacken, dass man sich nicht spoilern kann. Warte, ich ziehe das mal hier so raus. So, das habe ich mir nicht angeguckt und tue das einfach hier so irgendwo an die Seite. So. Muss ich gleich vom Boden aufheben, das entschuldigt ihr dann, ne? So, und als allererstes gucken wir uns das T-Shirt an. Okay, wir haben nichts gesehen. Was ein Unboxing-Start. Sehr, sehr schön. Okay, was haben wir hier? Fruit of the Loom. Super Premium-Shirt. Ja, das ist natürlich beste Qualität. Und hier haben wir Deadpool und Link, die sich unterhalten. Ach so. Großartig, ja. Endlich mal ein Witz, den ich auch verstehe. Das ist ja mal ein geiler Witz, ja. Verstehen nicht, das ist das Geile, dass es nicht wirklich alle verstehen, sondern halt nur die so ein bisschen drin sind, ne? Hey Zelda. Hey Zelda. Hey Spider-Man. Hm, well played. Ja, geil, ne? Ich brauche euch den, glaube ich, nicht erklären, ne? Aber es ist, ich glaube, alle in meinem Bekanntenkreis, die nichts mit Gaming zu tun haben, sagen, wenn sie Link sehen, ja, das ist Zelda, ne? Und Deadpool hat ja auch. Mittlerweile ist er sehr populär, ich denke, da erkennen ihn auch mehrere, aber er hätte, ich sag mal, noch vor einem Jahr oder zwei Jahren sehr, sehr leicht mit Spider-Man verwechselt werden können, also teilen sie das gleiche Problem. So, jetzt habe ich den Witz ja doch erklärt, aber ich muss natürlich an manchen Stellen auch mal beweisen, wie schlau ich bin. Ja, cooles T-Shirt, können wir eigentlich schon abbrechen, hat sich schon gelohnt. Ja, solche T-Shirts mag ich ja, ja, also das, da hat sich jemand. Well played. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Aber da ist noch mehr drin und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, wir haben einmal hier so Knallfolie. Bam, bam, bam. Okay, sehr nice. Ist auch immer geil, dass wir das mit reinpacken. Okay. Okay. So. Oh. Ich habe was gesehen, Leute. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, weil ich dieses Item oberfeier. Aber ich hab's schon. Ja, guckt mal, was hier drin ist. In welcher Box war das denn nochmal? Wir haben, muss ich verstecken, den dreiköpfigen Affen aus Monkey Island mal wieder
mit drin. Ja, ich weiß nicht, in welcher Box es war. Das Ding wird, wie man hier sieht, von Get Digital vertrieben, aber das hat schon ein anderer Lootbox-Hersteller geholt. Wartet, ich hole den mal eben, den zweiten. Der steht nämlich gar nicht hier im Büro, sondern der ist so cool, dass der bei uns im Korridor steht, ja, und so ein bisschen die Empfangsdame spielt, weil er hat hier so einen Schwanz und an dem Schwanz kann man den so hinstellen. Warum steht der nicht? Der andere Schwanz steht. Warte. Hä? Ich hole euch mal den Affen mit dem steiferen Schwanz. Kleinen Augenblick bitte. Sofort wieder da. So, da ist er. Oh fuck. Augenblick. Ich weiß, sowas schneidet man normalerweise raus. Ich aber nicht. Nee, gar nicht. Also der steht doch nicht so krass. Warte. Doch, siehst du? So steht er nämlich bei uns im Büro. Im Flur. Warum ist der nicht steif? Warte. Nee, der steht einfach nicht. Warte. Warum nicht? Warum machst du es nicht? Nee. Warum ist der nicht steif? Warte mal ganz kurz. Ich versuche den... Gott, ich versuche wirklich nur, dass er steht. Moment. Ich weiß, es ist langsam ausgereizt, aber... Nee, warum nicht? Vielleicht so ein bisschen zur Seite? Ihr habt Zeit, ne? Oder... Hä? Das ist doch genau das gleiche Ding. Warum steht der nicht? Ich werde das offscreen auch nochmal näher ausführen. Ist auf jeden Fall ein ultra geiles Item. Hätte ich den... Ist auch ein geiles Bild, irgendwie sehe ich gerade hier durchs Display. Hätte ich das Ding nicht in irgendeiner anderen Lootbox gehabt und hätte davon gewusst, würde ich mir den auf jeden Fall einzeln kaufen, weil das einer der geilsten Plüschtiere der Welt ist. Ja, hier ein sechsköpfiger Affe. Ja, so, aus dem Monkey Island Universum. Sehr, sehr nice, auch von der Qualität und so weiter. Schön plüschlich, plüschig, der eine steht, der andere nicht. Aber der Schwanz ist deutlich steifer als dieser hier. Vielleicht, wie gesagt, muss man den einfach nur nochmal formen, ja. Ich werde mir das angucken und euch berichten. So, der war dabei, das erkennt man an dem Schild. Und den packen wir wieder weg, denn der zweite war ja nicht Inhalt der Box. So, es geht weiter, es gibt noch mehr Items. Achtung, wir haben hier, oh, Magic Gum, das sind diese Pop Rocks, die man sich in den Mund packt und dann fangen die an zu explodieren. Es gibt irgendwelche Mythen, dass zusammen mit Cola, wenn man das trinkt und so weiter, von innen man implodiert oder irgendwie sowas. Aber da kann ich jetzt nichts Näheres zu sagen. Ist auf jeden Fall haltbar bis 2020. Pop Rocks, ein Stück meiner Kindheit, ja, haben wir inhaliert wie nichts damals. Was haben wir noch? Hä, was ist das? Boah, wie viel ist da bitte drin? Richtig krass viel Stuff. Ist ein Aufkleber? Hä? Was soll das sein? Keine Ahnung, so ein Aufkleber mit so Gedärm und Augen? Hä? Verstehe ich nicht. Ist aber auf jeden Fall dabei. In einer Extratüte verpackt. Umweltschutz? Nein. So, weiter geht's. Was habe ich hier gesehen? Ein Breaking Bad, wer ist am gerissensten Spiel. Sollen wir es mal aufmachen? Ach, Top Trumps. Da habe ich, glaube ich, eins von Big Bang Theory schon gehabt. Wir schauen mal eben. Oh, das wird wieder lang, wenn ich jede einzelne Karte zeige. Aber ich gehe nur ganz, ganz schnell durch. So, das ist ein Kartenspiel. Ah, guck mal, da hat man sehr, sehr viel Hintergrundinformationen auch letztendlich. Oder was heißt Hintergrundinformationen? Also so eine Auffrischung von allen Charakteren, ne? Jesse Pinkman, Walter White, dann die Skylar, dann haben wir Walter Jr. und so weiter. Hank Schrader, boah, wenn ich die ganzen Charaktere sehe. Saul Goodman gucke ich aktuell, Better Call Saul, ne? Jimmy McGill, Gustavo Fring ist auch mit dabei, ne? Guck mal, Ermintrout auch mit dabei. Da fällt mir erstmal auf, wie viele Charaktere da eigentlich mit dabei sind. Hector Salamanca auch mit dabei, ne, bei Better Call Saul. Ein Tipp, eine sehr langsame Serie Better Call Saul, aber sehr coole Kamerabilder, sehr coole Story und so weiter, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, was ist das eigentlich für ein Spiel? Gerissenheit, ja, wie so ein Quartett, sowas, ne? Halt, hat man hier kriminell, was hat denn Walter White hier als kriminell? Kriminell 7. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch den verwandelten Heisenberg, guck mal, kriminell 30, er ist der allerheftigste. Okay, das ist halt so ein Kartenspiel. Ihr kennt das, wie das läuft. Nice, ja. So, weiter geht's. Was haben wir noch?
Oh, hier so Dogtags. Und zwar von Dragon Age Inquisition. Lead them or fall. Und das Dragon Age Logo. Sieht ganz nice aus. Packen das mal aus. So. So Dogtags kann man sich auch immer schön irgendwo hinpacken. Ist hier hinten nochmal mit so einem Tüdelüband. Wie heißen die eigentlich hier, diese Bändchen, die immer um die Toasts und so weiter rum sind? Ein Drahtband? Da gibt es doch bestimmt auch einen Namen für. Deutsche haben doch für alles einen Namen. Warum nicht dafür? Das ist einfach nur so ein Verschlussdraht. Ein Verschlussdraht, so würde man das, glaube ich, nennen, ne? Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst immer alles besser. So, oh, guck mal hier. Das ist so ein Doppel-Dog-Tag. Und zwar haben wir einen mit einer langen Kette. Das ist der hier. Lead them or fall. Ja, man sieht es hier ganz schön. Ist auch echtes Aluminium oder Metall zumindest. Irgendein Metall mit so einer Gummierung. Man kann das auch da rausholen. Guck mal, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, auf diese Gummierung und das so clean haben wollt. Ein Dogtag-Schutz. Das kriege ich jetzt nicht mehr rein. Doch, kriege ich. So, habe ich es wieder reingekriegt. So, Lead them or fall. Auf der anderen Seite Copyright BioWare, wie man so schön sieht. Hier haben wir kein Copyright BioWare und haben das Dragon Age Logo auf der Vorderseite. Dogtag, sehr schön, kann man sich irgendwo hinhängen. Unter Umständen sogar um den Hals, ja, wenn man denn möchte. So, was haben wir noch? Das ist eine Postkarte. Mhm, okay. Verstehe ich nicht, sieht aber auf jeden Fall cool aus, ja. Hier ein kleiner Spruch vorne drauf. Und ein Ninja-Stealth-Planet vorne. Okay, wollen wir uns nicht so ganz lang mit aufhalten. Was haben wir hier? Da ist noch was. Hä, was ist das? Sieht aus wie ein... Ist das eine Sonnenbrille? Ich glaube schon. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Guck mal hier. Get Digital Sonnenbrillen-Etui. Und was kommt da jetzt für eine Sonnenbrille? Ich bin sehr gespannt. Geil. Eine Minecraft-Sonnenbrille, beziehungsweise eine Pixel-Sonnenbrille. Sogar mit UV-400-Protection hier drauf. Ne, man sieht sogar, wenn ich das Ganze hier in meine Lampen da oben halte, dass man hier... Wie ist das eigentlich bei Sonnenbrillen? Gibt es da immer so Tricks, ne? Dass man die so umdreht und wenn man sich dann gespiegelt irgendwie da drin sieht, sehe ich gerade, ich sehe mich da drin gespiegelt, dann ist es irgendwie UV-Schutz oder so. Keine Ahnung, ich habe da keine Ahnung von, ja. Aber es gibt da so einen Trick, dass man da so reinguckt und wenn man dann auf dem Kopf steht, dann ist das okay. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, ja. So eine Pixel-Sonnenbrille kann man auf jeden Fall machen, ne? Macht so einen okayen Eindruck von der Qualität, ne? Und auch hier hinten an den Bügeln seht ihr, dass dieses Pixel-Theme da weitergeht, ne? Also hier haben wir auch so kein NTA-Lasing, sondern einfach Treppenbildung, ne? In 4K wäre Ihnen das nicht passiert, aber hier haben wir halt, ja, so Pixel-Grafik. Cooles Item, ja, auf jeden Fall. So, da ist noch mehr drin. Alter, was geht bitte mit denen? Und zwar haben wir hier, oh, ein Step-Labyrinth, ja, Maisy Sticks. Das ist ein Holzspielzeug, oh, guck mal, ja. Und zwar... Boah, bis ich das jetzt gecheckt habe, ne, da geht das Video 1000 Jahre. Aber ich denke mal, dass man das einfach so aufbaut, letztendlich, und sich dann merken muss, wo die Aussparungen waren oder so. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel den hier... Guck mal, ich erkläre euch das, ne, weil ich habe Ahnung, ich bin da so sehr ja, drin. So, wenn man den jetzt so da reinpackt, dann weiß man ja, der zweite von dieser Stelle ist geöffnet, der dritte ist geöffnet und der letzte. Das heißt, wenn ich den jetzt hier so reinpacke, kann ich so ein Stückchen zum Beispiel jetzt in diesen hier packen. Und so, na, nicht ganz. Okay, also man muss es, glaube ich, so rum, ne? Ah, so rum ist korrekt. So, und wenn man so rum hat, dann kann man den hier letztendlich ganz durchschieben. Guckt, seht ihr? Und ich glaube, der Trick ist es, glaube ich, dass man alle Stückchen reinbekommt. Ja, aber dann muss der hier ganz zum Schluss rein. Den könnte ich jetzt zum Beispiel... Ah ne, der würde den dann versperren. So rum. Genau. Dann würde der da durchgehen. Nee, so rum. Dann ist der hier wieder offen. Dann kann ich hier wieder einen reinstecken. Nee, damit habe ich alles geschlossen. Das geht nicht.
ich mache das später, okay? Also auf jeden Fall ist es ganz witzig, weil man sich da Gedanken machen muss und ich glaube, man hat das Spiel gewonnen, wenn alle Stäbchen hier drin sind und man ganz genau die Reihenfolge weiß. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich mache sofort weiter, wenn man das hier so, den hier zum Beispiel hier reinpacken würde, hätte man schon verloren, weil man sich hier die Wege sofort abgesperrt hat und dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, ne? Von daher muss man das schon mit so einem relativ offenen anfangen und dann priori... Okay, wir gucken, ob noch ein anderes Item dabei ist. Augenblick. Ah, guck mal hier. Wir haben noch ein John Sinclair Geisterjäger-Comic. Ja. Drei ausgewählte Romane. Oh, was heißt kein Comic? Ich habe nur die Front gesehen und dachte mir, es ist irgendein Comic, ist es aber nicht. Ja, sondern es ist ein Roman. Ja. So. Guck mal, kostet alleine 3,70 €. Und da hat man ganz, ganz viele dolle Geschichten, ja, die wahrscheinlich sehr gruselig sind. Ne? Geht ja um Geisterjäger. Guck mal, hier so ein Zombie mit Sense in der Hand. Werde ich mir gleich durchlesen. Ich bin ganz großer Leser. Nein, ich lese ehrlich gesagt nicht so viel. Habe ich irgendwie nie eine Leidenschaft für gehabt. So. Das war's, ja. Wir holen uns mal kurz, weil ich das gerade weggeworfen habe, aufgrund von Spoilerangst, dieses Zettelchen, das ich hier unten hingeworfen habe, und checken nochmal kurz, ob auch alles wirklich drin war. So, wir hatten die Dogtags, hatten wir. Dann hatten wir eine von 15 verschiedenen Planetenmotiven. Wir haben den Ninja-Planeten erwischt, seht ihr hier. Dann haben wir den dreiköpfigen Affen, der natürlich großartig geil ist, ich allerdings schon hatte, ja. Dann den das echt coole T-Shirt mit der netten Idee. Dann haben wir die Breaking Bad Quartett-Geschichte. Weil der Sommer kommt, das passt natürlich zum Frühling, die Sonnenbrille im Minecraft-Format oder im Pixel-Format. Dann Poprocks waren mit dabei. Dann haben wir hier, oh, guck mal, jetzt hier erkenne ich, das ist Day of the Tentacle, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung, das habe ich zu Release gespielt, irgendwann in den 90ern, glaube ich, schon lange her. Bekommst du es zusammengesetzt? Ja, im Video jetzt leider nicht, aber hinterher auf jeden Fall. Und hier der Horrorroman. Muss ich dazu noch mehr sagen, liebe Leute? Die Box ist der Shit, ja, also... Ja, muss ich gar nichts mehr zu sagen. Wenn ihr sowas haben wollt, so eine Lootbox, ist Get Digital, glaube ich, echt eine gute Wahl, weil da ist ein Haufen drin, ja. Und auch nicht nur so Schrott, sondern die machen sich da schon Gedanken und selektieren so ganz nice. Ich habe zwar meine Figur nicht bekommen, die ich am Anfang haben wollte, aber ich bin absolut zufrieden hier mit der Ausbeute und kann mit einem sehr guten Gewissen sagen, dass ihr jetzt, und das ist auf jeden Fall ein Befehl, ja, unten ersten Link in der Beschreibung, den klickt ihr einmal und könnt euch da dann reinziehen, was da los ist. Ne? Das ist auch keine Werbung oder so, denn ihr werdet sehen, die haben von Get Digital, haben die, glaube ich, noch nicht mal einen Tracking-Link oder sowas, sondern die sagen, ja, wir schicken dir das, ganz cool, was du da machst. Reichweite passt auch, ist natürlich auch wichtig, ne, ganz klar. Aber, ja, die Zuschauer sollen selber entscheiden, ob sie da Bock drauf haben oder nicht. Ich kann euch nur den Weg zur Tür zeigen. Durchgehen müsst ihr alleine, ja. Das ist, glaube ich, der Spruch, der hier passt. So, ich bin draußen, ich habe noch ein bisschen was vor hier. Heute haben wir sehr viel Lootboxen gemacht, also ich zumindest. Ich habe jetzt zwei nacheinander aufgenommen. Aber jetzt arbeite ich weiter an einem Review. Oh, was habe ich jetzt hier? Guck mal hier, was hier steht. Zeit, sich zu Bewegung. Dehnungsübung soll ich machen, wird mir hier vorgeschlagen. Ja, um 9.45 Uhr in der Früh am Samstag. Ne, also hier wird mir gesagt, ich bin inaktiv. Komm, wir machen Dehnungsübung. So, und zwar sollen wir jetzt hier die Hände so nach vorne strecken. Machen wir ein. Habe ich? Guck mal hier, eins. Zwei. Noch ein. Drei, okay. Noch ein. Vier und fünf. Super. Noch aktiv. Ja, haben wir das doch auch abgeschlossen, liebe Freunde. Mensch. Ja, da soll mal einer sagen, so ein Unboxing wäre unsportlich. Hier macht man einfach mal ganz spontan, weil es rappelt im Karton, nochmal 5 Dehnübungen hinterher. So. Ich bin draußen und ihr... Haut rein. Bis dann. Peace.